So, dann bin ich jetzt dran, weil Kirsche startet jetzt von ganz hinten, der war zu gut. Letztes Mal zumindest, ja. Off it goes. Acht Runden. Acht Runden beim City Island mit dem F. Und das auf der und das auf der Strecke auch noch Normalzeit. Kein Wunder, dass dieser Renntag zwei Stunden gehen Warum soll. Warum schalte ich nicht in den fünften Gang, wenn ich den brauche? Alter, leg doch ein! Ja, ich bremse. Er wollte nicht, dass ich die Abkürzung fahre. Oh Gott, was ist denn das denn für eine Gewichtsverlagerung? Ich durfte hier die Abkürzung nicht fahren, damit bin ich ab sofort Letzter. Der lehnt sich aber sehr in der Kurve, bei der Doppelkurve, das war ja gruselig. Dann können wir bitte neu starten? Hast ja noch 7 Runden. Ja, toll. Fährst du auf einmal wie Kirsche, dann passt das doch. Das sagst du einem, der seit 3 Wochen Kopfschmerzen hat, ja? Was? Das hört sich aber nicht gut an. Ach, echt? Ja. Danke, dass du mir das sagst. Ja, nur falls du es wusstest. Braucht ihr hier einen Sechsten? Ich weiß das nicht. Ich hab ihn jetzt einfach mal reingemacht. Just in case. 2. 27 ist Cap beim 5. Okay, dann war das gut, dass ich den Sechsten reingemacht habe. Gut zu wissen. Oh, ich hätte es nicht sagen sollen, wa? Oh mein Gott, ich hätte mich warm fahren sollen. Fast wo ganz komisch gefahren. Die Gangschaltung von dem nicht mehr im Kopf, das ist doof. Ja, das Wichtige ist, dass er scheiße bremst. Voila. Bei dem ist einiges scheiße. Mich fallen jetzt spontan keine positiven Aspekte bei diesem Gefährt ein. Deutlich schneller als ein Fahrrad. Ja, gut. Das war's dann aber auch vielleicht. Das reicht doch auch, oder? Ah, ein Roller ist auch langsamer. Wer ist nochmal diese Teile, diese neuen Elektroroller? Ja, Elektroroller. Auch langsamer. Fußgänger scheiden völlig aus. Unsichtbare Wand auf der Ideallinie. Tja. Dann fahr halt nicht Ideallinie. Das kannst du mit der Karre so schlecht. Oh Gott, da kommen noch ein paar Runden. Ach ja, insgesamt haben wir 8. Oh, es rutscht hier so. Da ich bin auf 150 runter wegen dem blöden Rutschen. Dennis wollte ja unbedingt, dass wir 2 Stunden machen. Er hätte auch sagen können, nur 1,5. Ich dachte, es sind 1,5. Also vorgegeben. Geschätzte Rundenzeit waren 2 Stunden. Naja, bei sieben Rennen. War es unterhalb einem Stunde 30. Ach, der macht mindestens, das letzte Rennen ist nicht so lang. Das letzte Rennen ist keine halbe Stunde, oder? Ich hab keine Ahnung, was das letzte Rennen ist. 4 Runden. Aber er macht dann einfach ein zusätzliches Rennen. Ja, das hatten wir ja schon mal, dass das letzte Rennen dann irgendwie Palm City 8 Runden war und dann war es halt eben so krass lang. Aber diesmal ist es halt nur National Forest TS50. 4 Runden. Das ist keine halbe Stunde. Nicht mal ansatzweise. Keine Ahnung. Ich wäre bereit zu wetten. National Forest. Halbe Stunde. Never. Nee, eine halbe Stunde wohl nicht. Lass es 2 Minuten pro Runde sein, dann sind sie in der Summe von mir aus 10. Weißt du, Kirsche, er hat einfach was verändert, dass wir Minimum bei dem Game hier 2 Stunden fahren. Ja, es gab eine Minimumanzahl Strecken. Vielleicht ist das der Grund.
Das kann tatsächlich sogar sein, dass er mindestens 8 Strecken macht. Das könnte vielleicht sein, ja. Das könnte sogar tatsächlich sein. Ich glaube, das könnte sein, oder? Na, also, das könnte wirklich, also... Es könnte sein. Müsste man mal rausfinden. Ach so, müsste man... müsste man stöhnen, verstehen. Ja, der war halt so ein blöder... Die Zäune hier sind aber auch hart, ne? der war so gut. Müsste man... Ja, was machst du, wenn du gegen den Zaun fährst? War zum Glück jetzt nicht tödlich, aber hilfreich war es auch nicht. In Dirt einen Totalschaden haben. Nö, in Dirt wäre der Zaun weggeflogen. Ich erinnere nur nochmal zurück an meinen Totalschaden gegen den Zaun. Das ja, war aber auch ein Metallzaun. Das waren Pfosten, genau genommen. Immer noch frustrierend, dass ich die Chance gehabt hätte. Aber nein, ich musste mir ja unbedingt was einheimen. Das musst du noch nachfahren, Stevie. Hast du immer noch nicht gemacht. Das kann, da jetzt muss es doch gehen, weil geht es jetzt wegen Kopfschmerzen nicht. Sagst du gerade demjenigen, der jetzt gerade hier mitfährt mit Kopfschmerzen, ja? Ja, siehst du, dann können wir doch nachfahren. Das ist ja wieder nix. Ich werde safe mal so Dienstag mal beim Hausarzt anrufen. Vielleicht hat ne, und nochmal deinen Termin geben lassen. Vielleicht hat der Ideen. Wie? Fürs Dirt nachfahren? Nein, wegen der Kopfschmerzsituation. Ja. Ich glaub, man muss sich echt selber um Stevie kümmern, sonst fährt er das nie nach. Von alleine kommst du nicht auf mich zu, dass wir das nachfahren. Entschuldige, dass ich das Wochenende nicht da war. Ja, jetzt. Ist so, ich war das Wochenende nicht da. Ja, aber wenn du jetzt schon da gewesen wärst, ich wette, du hättest trotzdem nicht einen Angriff. Ich hab mich wenigstens darum gekümmert, dass ich am Freitag was aufgenommen habe, damit du für. Damit für dich der Part für Sonntag da ist. Ach man, das Auto ist doch gar nicht, den du bestimmt noch nicht geschaut hast. Kann ich nach dem Renntag ja machen. Wo einfach mal das nächste Viech erschienen ist, ey. Super. Jetzt hätte ich mit den Höllenrittern nicht schon genug zu tun gehabt. Nein! Aber was Neues! Oh, komm mal, ey. Dieses scheiß Fliegeding da. Ja, bestimmt hast du den Summoner gesehen. Ja, genau den! Und bestimmt hast du das Quad Damage eingesammelt, wenn alles schon tot war. Quad Damage? Was hast du gesagt, Stevie? Denn was? Das Quad Damage, oder hast du es wieder gar nicht bemerkt, dass da was lag? Da lag ein Quad Damage, also ein Vierfachschadens-Power-Up. Das lilane, so lilanes Ding. Entweder habe ich es eingesammelt oder übersehen. Du kennst oh Gott! Der Kampf hätte so einfach sein können. Beste ist, der Part, warum der sich so nennt, hat seine Gründe. Das dauert aber, bis du den Grund siehst, warum der Part sich so nennt, wie ich ihn nenne. Weil ich habe irgendwann beschlossen, Sachen nicht mehr auszulösen, bis ich was eingesammelt habe, dann habe ich es doch wieder ausgelöst. Weil ich mir so dachte, gut, damit mache ich mir mal kurz diesen kleinen Wellenkampf mal eben schneller. Ich wollte nämlich diese scheiß, wie nennt sich das, was du da zerstören musst, damit ne, wo das Viecher spawnen. Gornest wahrscheinlich. Was? Gornest bzw. Blutnest auf Deutsch. Ich hab irgendwann mir noch gesagt, so, nee, jetzt reicht es mir. Ich lasse es. Dann habe ich was eingesammelt. Und dann habe ich das ausgelöst. Das hat mir dann mal kurz die Runde schnell einfach gemacht, weil, naja, du kannst dir denken, was ich eingesammelt habe, wo ich mir gesagt habe, okay, dann nutze ich das mal eben. Erst recht, wenn nur ein Schlag gereicht hat. Immerhin hast du einmal ein Power-Up benutzt, okay. Aber das Quad-Damage hast du anscheinend liegen gelassen, so wie ich das mitkriege. Weil oder unbewusst. Also oder unbemerkt. Unbewusst, ich kenne mich. Ich, und unbewusst, das ist so typisch, ich. Ich glaube, vor dir kann ein Baum einstürzen, du siehst ihn nicht. Nur, dass ich lost in dem Game bin, ist kein Wunder. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das andere Doom-Game, was ich mir... Naja, hat mich nur 18 Euro gekostet, statt 60, 70. Nicht mal weiß, ob ich das wirklich jemals spielen werde. Ich
meine, für 18 Euro war ein Schnapper, also bitte. Für die Deluxe Edition. Davon ab, dass die zwei Kampagnen-Erweiterungen bestimmt nicht gerade einfach sind. Die DLC Ancient Gods soll wohl schwer sein, ja? Ja, deswegen werde ich die wohl niemals spielen werden. Ja, du hast ja deinen Billo-Schwierigkeitsgrad auch da, da. Da wird's wohl gehen. Entschuldige, dass ich nicht so einen Schwierigkeitsgrad spiele wie du. Sorry! Wie heißt denn die alle nochmal? Du hast aber immer so viel Hilfe hinter den zweiten Schwierigkeitsgrad hättest du dir auch getan, glaube ich. Deswegen ich auch öfter mal die Meldung lese, wenig Gesundheit. Und sogar einmal verreckt bin. Jedenfalls in den Kommen, in den Party. Ja, und wenn du Glory Kills machst, dann hast du sofort wieder Full HP. Gut. Ich versuche sie zu nutzen, wie du das vielleicht in Part 3 schon gesehen hast. Ne? Ein Glory Kill und du bist von Low HP auf Full HP bei dem Spielkastgrad. Das ist echt wahr. Was ist ein Glory Kill? Ein Finisher, wie... Stell dir das vor, wie bei Mortal Kombat die Finish, den Fatality-Dinger. Die Sache ist halt grundsätzlich, du schießt erstmal drauf und dann kannst du draufhauen. Und ich versuche zum größten Teil das oft einzusetzen. Okay, beim Höllenretter habe ich es, glaube ich, noch nicht geschafft. Aber vor dem renne ich auch eher zur Zeit mehr weg und versuche... Alter, wieder die Abkürzung, ich habe ruhig gebremst. Ja, sehr froh, dass du in der ersten Runde schon gemacht hast, du weißt, wegen wo es lang geht. Ich muss echt... Weil doch die Strecken üben gegen Kirsch, das hat keinen Sinn sonst. Dieser Höllenritter sind nicht gerade ohne. Die sind einfach. Ja, deswegen renne ich auch viel vor denen weg. Zurzeit. Ist das dein fucking Ernst, Auto? Ja, ist es. Ich meinte jetzt gerade mal mein Auto. Ja, dann wollen wir Kirsch noch mehr Vorsprung in der Saison geben. Ist ja nicht so, dass du eh schon 20 Punkte Vorsprung hast. Das muss natürlich noch ausgebaut werden, wie es aussieht. Wird diese 8 Runden hier endlich mal durch sein? Halbzeit. Und die Saison ist ja mal komplett scheiße gegen dich, ey, wow. Das war ja aber Saison 6 spannender gegen dich, ne? Das stimmt. Das war knapp am Ende. Aber das hier ist ja echt pure Frustration und Verzweiflung hier. Oh. Wuppa, okay, fahren kann ich. Jonas bietet mir an, dass er mir seine alten Fanatec-Pedalen verkauft, aber leider sind das die V1-Dinger und die haben auch Potentiometer, aber seine Potentiometer werden bestimmt noch funktionieren, vielleicht sollte ich das Angebot annehmen. Wieso hat Jonas Fanatec-Pedale? Ja, die V1 aber bloß, die sind... Ja, aber trotzdem, krass. Aber er hätte jetzt das Rastenmaster stattdessen. Ja, seine alten Logitech-Teile hat er mir ja damals gegeben. Die hast du, genau. Wenn das wenigstens die V2 gewesen wäre, die haben Hallsensoren, die V1. Aber egal. Vielleicht sollte ich das trotzdem annehmen, weil die kosten nicht viel im Neupreis, also kann er auch nicht viel dafür nehmen. Muss es mir überlegen. Und bedenke, meine funktionieren noch wunderbar, sind auch einfach nur Potis, also man kann Glück haben. Dann bin ich froh, wenn ich das Geld habe für vernünftige Pedalen und nicht diese Scheiße hier. Hab das so satt mit den Potentiometern. Wobei, wenn sie neu sind, ist es egal. Ach, hält halt nee. Nur länger. Doch, hält einfach nur länger, das alles. Aber ist nicht besser, wenn es neu ist. Na, die Halssensoren halten ewig. Ja, hält länger. Ewig gleich länger, also. Ewig. Ja, deutlich die länger. Die Dinger unterliegen kein Verschleiß, das ist ja gerade das Geile. Ewig. In der aktuellen
Zeit, wo, wo die Wirtschaft so drauf ist, dass die Sachen immer irgendwie Verschleiß haben werden. Nee, damit die halt. Ja, die, bloß die neue Sachen kaufen kannst. Die halten so nicht, aber dafür musst du eben halt auch mehr Geld hinblättern dafür. Aber die halten so und die verschleißen eben nicht, das ist ja gerade das Gute. Ja, aber es kann trotzdem in dem Ding irgendwas kaputt gehen. Natürlich, weil. Die Sensoren dann vielleicht nicht. Ja. Die Wirtschaft ist doch heutzutage leider so. Überleg mal, die Sachen vor 10, 20 Jahren, wie die heute noch aushalten, und Sachen, die du heute kaufst, vielleicht 3-4 Jahre und dann hast du schon vielleicht die Arschkarte. Generell ja, aber bei den Sim-Racing-Sachen ist das ein bisschen anders, aber dafür kostet die halt auch ein Schweinegeld. Ich erinnere dich nur, ich erinnere dich nur daran, an die Scheiße, die sie mal bei den Fernsehern gemacht haben. Fuck, Mann! Garantie durch, Batz, Fernseher kaputt. Na, gerade die OLED-Fernseher gehen gerne kaputt. Ich hatte mal einen Plasma-Fernseher, der war irgendwann kaputt gegangen. Den hatte ich aber gebraucht, von meiner Nachbarin gekauft. Meine Fresse, die, Alter. Und ich sag euch, Plasma-TVs sind schwer. Okay. Ja. Ich hatte 42 Zoll Ding hier stehen, das konnte ich nicht alleine schleppen. Ist das zweite Mal in dieser verfickten Selbstmordabkürzung rausgeflogen. Kotz ab, ey. Ja, ich hab mich gefragt, wann das irgendwann mal passiert, dass ich die Säule im Tunnel mitnehme. Echt? Hm. Ja, ich hab's mal endlich geschafft. Also bei schnellen oder rutschigen Autos? Okay, gut, aber mit dem hier? Oh Mann, wie weit vorne du schon wieder bist, ey. Grundsätzlich hab ich so den Fable, wenn ich einen Tunnel fahre und ich sehe da Säulen, das kann dann vorkommen, dass ich dann grundsätzlich eine Säule mal mitnehme. Ja, das ging mir beim letzten Need for Speed 4, da war das, dieses Racetrack oder was, war auch so. Hast du auch in letzter Zeit keine Fehler mehr, das kannst du voll vergessen bei dir. Was will man denn dagegen anstinken? Ja, ich hab nachgedacht und hab gemerkt, Fehler sind gar nicht so schnell. Alter, deine Fehlerquote ist so minimal geworden, das ist unglaublich. Nebenbei, ne, du weißt schon, dass er vorhin geübt hatte. Ach, zwei Runden. Also nach zwei Runden war es auf dem gleichen Übungsstand wie ich in der ersten Runde. Ach, Mann, Alter. Das ist echt krass, dass man gegen dich absolut perfekt fahren muss und dann immer noch hinten liegt. Wisst ihr, dass ich eigentlich heute froh bin, dass es mir zum größten Teil egal ist, wie lange wir heute brauchen, weil morgen Feiertag ist? Yay! Auch wenn ich die Nacht richtig beschissen gepennt habe. Auch Kopfschmerzen oder was anderes? Das auch, aber nicht nur. Nee, bei meinen Eltern hatten, gab es als zum Essen halt Salat, was ja kein Problem ist, aber ich glaube, mein Körper kam nicht. Fahr doch da, Alter, ich hasse halt dieses toll, Auto. Wenn man alle halbe Stunde oder jede Stunde aufs Klo gelatscht ist, weil man pissen musste. Von in Salat? Der ja, so Tomaten, Gurken und Kohl können entwässernd wirken. Du sollst doch nicht Tomate essen. Wir hatten, es war so, hier Blattsalat, Tomaten, Gurken, Radieschen, Lauchzwiebeln. Thunfisch, Kochschinken, Käse, Eier. Drecke Scheiße, das Auto Scheiße, das kombiniert sich alles ganz großer Mist hier. Und der M4 kommt noch ein paar Mal. Oh, meine Güte. Aber der ist echt scheiße. Das schien bei mir ein bisschen zu entwässernd zu wirken. Ich hab kaum gepennt. Man kann wohl zu viel Salat essen, wie es aussieht. Oh, diese Karre, ne? Dann kippst du ja wieder um. Natürlich macht er das. Alter, ich krieg die Krise mit diesem Drecksding. In der Abkürzung, wirklich? Ich meine, da wohl. Das dritte Mal! Das dritte verfickte Mal, Alter! Wie schaffst du sowas? Die Scheißkarre, Alter! Wie kann der scheiß 2-Tonner da umkappen? Das passiert mir aber nur, wenn ich in der Abkürzung Wallride und mit der Geschwindigkeit mache ich das gar nicht. Da versuche ich ohne Wandberührung durchzufahren, also reinzufahren. Du, Dreckskarre, Alter. Manchmal kapp ich das bei bestimmten Autos oder Fahrzeugen grundsätzlich nicht. Hast du mehr Gewicht, kippen die gerne schnell um. Das habe ich bei ETS gut gemerkt. Ich bin nicht mal schnell dagegen gefahren, die scheiß Dreckskarre kippt um.
Je weniger Gewicht ich als Auftrag hatte, desto weniger bin ich umgekippt. Je schwerer meine Fracht war, desto leichter konnte ich umkippen. Ja, super. Ich meine, bestes Beispiel, ich habe eine 40-Tonner Lok gefahren und ich konnte, hätte nur einmal stark einlenken müssen und ich wäre umgekippt. Gefühlt ist das hier gerade auch so. Mein Gott, ey. Kann ich angehen. Fahre ich aber dann nur 5000 medizinische Impfstoffe, kann ich lenken, wie ich will. Fuck off, ey. Mit dem LKW hast du halt eben einen viel höheren Schwerpunkt, schätze ich mal. Also die Ladung ist halt eben recht hoch. Oh, mein Gott, ey. Ja, an sich, die Sache ist halt, bei einer Lok kann ich es ja verstehen, aber wenn du jetzt eine Fracht hast, wo du die ganze Zeit einen Planenauflieger nutzt, der ja, egal welche Höhe, immer gleich ist normalerweise. Ne? Ja, aber stapelt sich ja, stapelt sich doch, oder? Die unterste Reihe, irgendwann ist die voll, dann kommt die nächste höhere ja, und so weiter. Ja, aber an sich hast du ja trotzdem, dadurch, dass es ja rundherum geschlossen ist, ja trotzdem immer noch ein und dieselbe Höhe und Breite eigentlich. No, nur also drin, was halt drin ist, aber... Nein, ich meine, der Schwerpunkt vom Auto geht hoch. Ja, und je höher das ist, desto eher kippst du um. Ja, siehst du, somit hast du es hier bei dem halt nicht anders. Ja, wobei es hier halt schon, naja, insgesamt halt niedrig ist als ein LKW. Aber der Drecks M5 ist noch, ist doch gar nicht so hoch, der ist eher flach. Ja, eigentlich ist die recht flach, ne? Kein SUV oder so. Das Drecksding, ey. Sind das, Alter. Ich will gar nicht wissen, wo du schon bist. Bei dem U-Turn mit den Tischen außen. Oh, meine Fresse, ey. Ja, du bist ja schon bestimmt 20 Sekunden vor mir. Ja, echt klasse. Jetzt bin ich dann auch mal da. Das kriege ich, also damit ist die Meisterschaft gelaufen. Sagt er jetzt. Ja, muss aufpassen, fast hätte ich nicht Stevie gemacht und wäre gegen so eine Säule gefahren. Ja, bei Kirsche ist es auch ein Ich habe jetzt Fakt, also meinen eigenen Move, ja, den Stevie-Move. Sobald irgendwo eine Säule auftaucht, kann man dann Stevie machen. Na gut, wenn du nicht den Pete machst, passt das. Was macht der? Und ich meine nicht unseren Pete, sondern den von Pete's Meat. Wie war das? Er fährt, denkt erst in der letzten Runde, hört auf und hatte noch eine ganze Runde vor sich. Das war bei Formel 1, was er gefahren hat. War die ganze Zeit Erster. Plötzlich war er es danach nicht mehr. So wie Demon, der in National Forest gegen Bäume fährt, weil denkt, es war die letzte Runde. Manchmal interessant, einfach mal so zwischendurch mal einen Punkt auf der Karte zu sehen. Der zwar urweit weg ist, aber manchmal sehe ich einen Punkt auf der Karte. Ich habe gerade 3 Punkte auf der Karte gesehen. Ist halt ein bisschen verwinkelt, wie sagt man, verwunkeln? Hier ist das, ich meine. Alles gut, verwinkelt passt schon. Ja, okay. Da habe ich wohl das ein bisschen zu schlecht genommen und nehme den äußeren Bereich der Abkürzung. Okay. Also heute bin ich nicht zu gebrauchen. Besser als den äußeren Bereich bei der Stadt nach Startziel. Die ich schon zweimal genommen habe. Den du schon zweimal genommen hast, genau den, ja. Deswegen bin ich auch so weit hinten. Das ist deine letzte Runde. Kann bitte die Strecke endlich enden? Können wir bitte die Regel einführen, bitte diese Strecke nie wieder 8 Runden?
Nein. Also an sich finde ich es okay, aber mit dem Auto dann auch noch ist halt, ja... Du kannst auch mit der Elise fahren, wenn du willst, oder? Naja, nee, genau, so. Wenn 8 Runden, dann vielleicht nur Klasse 1 oder 2 Autos. Oder Alpine Trail, von mir aus auch langsamere Autos. Ist das nicht sogar die längste Rundkurs hier? Jo. Aber nachher kommt ja noch Allen Outskirts, der wahrscheinlich der zweitlängste ist, denke ich mal. Bestimmt auch, lass mich raten, auch 8 Runden? 8 Runden waren es, glaube ich, und Elise. Also heute ist echt es ist kein Renntag, es ist ein Slow-Tag. Da sind noch einige Elise-Rennen dabei, wo man einfach so ein Stein aufs Gaspedal legen kann, das passt schon. Mach das mal bei einem Controller. Ja, gut. Da hast du ja kein Gaspedal in dem Sinne. Da musst du halt einen Tesafilm auf den Gasknopf oder irgendwie sowas. Hinten die Schultertaste. Dann halt Tesafilm auf die Schultertaste. Oder Sekundenkleber. Ja, toll! Cäsar kann man ja gerade dann noch, aber Sekundenkleber? Ja, Commitment. Ab jetzt nur noch Vollgas. Ich glaube nicht, dass Cäsar das aufhalten wird. Da muss ich schon Panzerband nehmen. Deswegen, lieber gleich Sekundenkleber. Ich hätte witzigerweise sogar Gaffer hier. Er sagt letzte Runde, ne? Und du fährst und die Runde zieht sich immer noch in die Länge. Ja, ungefähr so lang wie alle davor. Funktioniert. Wow. Hey, ich bin gerade erst durch die eine Abkürzung durch. Wie nennt er? Warte mal, das war die Selbstmord, ne? Da bin ich vorhin erst durch, als du gerade ins Ziel bist. Die Meisterschaft ist gelaufen. Sagt er nach einem Rennen. Natürlich. Guck mal, ich fahre ja immer noch hier. Soll ich denn das jemals aufholen gegen ihn? Wir sind erst 28 Minuten unterwegs. Der Renntag geht 2 Stunden. Das ist nicht mehr einholbar. Oh, Azuka hat geschrieben. Geht ihr wohl auch nicht so gut, fährt nicht mit. Wer? Azuka. Also. Mann. Es muss bestimmt toll sein, schon durch zu sein. Ja, wir würden. Oh, Spectaten wäre so nett. Hä? Spectaten wäre nett. Tja. Hat das Spiel nicht gekriegt. Jedenfalls nicht, wenn du durch ein Ziel durchgefahren bist. Tja. Hat EA halt nicht für notwendig gehalten. Hat nicht ins Entwicklungszeitfenster gepasst. Ja, die PlayStation 2-Version war schon fertig. Die sogar teils nur mehr Features hat als das Ding hier. Ja, nicht mal davon ab, dass du da so eine. Du hast da sogar eine komplett neue weitere Map, die sie hier nicht reingepackt haben. Genau, die Strecke ist so das Neue, aber ansonsten.
Detailreich ist es auch ein bisschen. Ja, die Strecken wiederum sind detailreicher. Schau dir dann National Forest zum Beispiel. Ja, die Strecken sind aus. Genau, die Strecken. Also, die, wer auch immer die Strecken designt hat, die außer haben bei Tropen. Der PlayStation mehr hingekriegt. Ja, okay. Ja, gut, die Tropen sehen cool aus, aber detailreicher sind sie wahrscheinlich bei der PlayStation oder ähnlich halt. Ja, wow, eine halbe Minute. Geil. Oh Mann, ey. Nee, das kriege ich nicht zurückgeholt. Kann ich vergessen. Gut, dann ist der Renntag heute beendet, weil für Dennis bringt's nichts mehr. Nein, die Punkte kannst du vergeben, gut ist. Abend noch schön abmachen, fertig, ciao. Wieder Z8? Ja, schon wieder, war gerade was M5. Vorhin war es der M5. Ah, der M5 kommt auch mal wieder. Ne? So war das doch, garantiere ich dir, oder? Jupp. Yep. Fünf Runden! Yay. Woo. Ich meine, immerhin drei weniger als vorhin, right? Na, ich müsste jetzt ja mindestens 30 Sekunden gut machen, um auf... Ja, nicht auf der Strecke. Also, das wird schwer. In der Summe über alle vielleicht. Auf gar keiner mehr. Nein, die Männer fährt man nicht lang. Normal nicht, aber ich hab's verwechselt. Ist mir aber auch schon passiert. Aber ging mit der lahmen Kiste sogar. Wollte gerade sagen, als ich's verwechselt habe, bin ich danach, habe ich die richtige Einfahrt nicht bekommen. Aber ich weiß auch nicht mehr, welches Auto das war. Das war eng. Hä, schaltet so komisch irgendwie. Also voll der Tonaussetzer beim Schalten. Echt? Innenlang? Wirklich? Weiß ich nicht. Ich hab's einfach mal riskiert. Hat funktioniert. Also, naja, Moment. Noch ist die Passage nicht zu Ende, right? Jetzt musst du dir angucken, wie weit du davor hinter mir warst. Ich weiß es nicht. Dann kannst du es beurteilen. Right. Ich glaube, es hat sich ausgeglichen. Righty right. Ich glaube, es ist genau gleich gewesen. Hä? Ich schalte hoch, dann macht so kurz Pause im Ton. Ist? Nee, das hab ich nicht. Der Motorsound zu leise. Ah, das kann sein. Ich musste ihn ja leiser machen, weil irgendwie das mit dem Teamspeak so komisch war. Ja, leise Motorsounds kann EA nicht. Das haben wir ja bei High Stakes schon festgestellt. Ja, bei High Stakes hab ich manchmal wirklich so leichte Tonaussätze. Hey, ja, daher kannte ich das, aber von HP2 kannte ich jetzt noch nicht. Hilft nur lauter. Ja, EA Seattle hat programmiert. Das ist schwierig, ich mein, wenn die programmieren. In HP2 ist, passtet ja. Aber, High Stakes fahre ich manchmal scheinbar E-Autos. Ja, musst du High Stakes den Motor lauter machen, dann bist du das Problem los. Ja, wieso? Man kann sich ja mal denken, das Spiel hat mal E-Autos, also... Ja, beim Schalten. Ich sehe schon, wie ich gerade 30 Sekunden bei dir gut mache. Ja, nee. Ja, ich muss nur bei der Tanke anhalten und Snickers kaufen, dann sind 30 Sekunden schnell weg. Upsa. Wollte ich das Ding auch mal innen fahren und irgendwie... Ja, bringt nix. Wollte ich da nicht rein. Ich dachte so, ich will, und meine Hände sagten sich so, nö. Es war mindestens gleich schnell. Obwohl, bei dir könnte es schneller sein, Stevie, weil du halt auf den Rasen nicht fährst, wenn du außen fährst. Aber wieso du das nicht machst, verstehe ich aber echt nicht. Ich fahre nicht auf dem Rasen, was tue ich denn dann? Ist das alles asphaltiert da jetzt, oder was? Nein, also Rasen gut. Also in deinen Videos hast du diese Stelle nie über den Rasen gefahren.
Wenn du es jetzt anders machst, will ich nichts gesagt haben. Wir werden das überprüfen. Als würdest du meine Videos schauen. Jetzt schon, diese Rennen zumindest. Da muss ich den aber, da muss ich das aber so schneiden. Ja, das genau, dann so, schneidest du den Rasenteil weg. Alles nein, klar. Nein. Es sind ja 5 Runden. Also jede Runde, es gibt immer eine Runde, dann gibt es das nächste Rennen schon. Nach diesem Rennen kommt dann die 2. Runde, dann kommt das nächste Rennen. Nach diesem Rennen kommt dann die 3. Runde. Damit das einfach so, damit du gezwungen bist, die ganzen 2 Stunden zu schauen, weißt du? Stell dir mal vor, man würde sich wirklich diese Arbeit machen, ey, holy moly. Du hast keinen Zusammenhang da drin oder so, weißt du? Also wie der durchschnittliche große YouTuber. Wieso, weil die in den Videos cutten? Ja klar, kennst das doch, wie die... Gerade, wo YouTube so krass auf Watchtime aus war, da haben die doch gecuttet wie verrückt und 5-mal sich selbst ins Wort fallen und all solche Geschichten. Real Talk, wenn ich das könnte, würde ich auch Cutting-Videos bringen, aber so, ich bin zu doof für sowas. Nee, bloß nicht, dann gucke ich dich nicht mehr. Wieso? Ich hasse das, Alter, ich will keine Highlights sehen, ich will ein Display sehen. Okay, Highlights wären besser. Meinst nee. Du? Das ist nicht das, was ich gucken möchte, ich möchte... Ja gut, aber dann... Ich meine, okay. Das ist genauso wie Leute, die in 25% schon ein kurzes Formel 1 Rennen eingestellt haben und dann noch die Highlights nur zeigen. Als würdest du alle, du schaffst doch sowieso nicht alle meine Videos, wenn nur Renntag und Doom. Und dann war's das. Als würde dich Forager, Minecraft... Sons of the Doom, geschweige denn... Ach so, von deinen Projekten meinst du ja, das? Ja, geschweige denn Need for Speed Most Wanted, die Redux V3 interessieren. Ja, was... Ja, das... Weiß ich nicht irgendwie. Ich habe ja von dir schon mal Most Wanted Let's Play geguckt mit der normalen Variante. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt nochmal angucken sollte, keine Ahnung. Ja, ich spiele auch nur die Redux V3... Weil halt, ein bisschen mehr Fahrzeuge und die da nicht rumkommt, ne? Ich meine, ich habe mir ja sogar die Arbeit gemacht, mir erstmal Geld ercheatet, damit sich's auch lohnt, mal die anderen Karren zu testen. Die Arbeit gemacht zu cheaten, okay. Ja. Ich musste erstmal rein, wie ich das mit der Engine machen kann. Weil sonst hätte ich es safe nicht hinbekommen, die Karren hochzutun, weißt du? Siehe gerade die Pepega Edition von Paul Street. Da bin ich nämlich gerade schon an meine Grenzen gekommen. Ja, das Rennen ist ja wenigstens mal cool. Ich wollte gerade sagen, kannst du vielleicht mal irgendwie im 30 Sekunden Abstand hinter mir herrollen oder sowas? Ach, da war ich zu weit rausgekommen. Ich mache halt einfach nur V3 wegen dieser Besonderheit, sonst. Wie gesagt, ich achte ja nicht mal mehr wirklich groß auf die Story. Ja, ich lasse die Cutscenes laufen, aber alle Textnachrichten überspringe ich. Ja gut, das macht ja auch Sinn, wenn du es eh schon mal ein paar Mal gespielt hattest. Die Cutscenes mache ich halt auch nur, weil die halt durch Modding ein bisschen A, flüssiger laufen, B, auch ein bisschen ja, visuell bearbeitet worden, so weißt du? Das steuert doch nicht so. Das ist der Grund, warum ich die Cutscenes trotzdem laufen lasse. Hat er da untersteuert und Kirsche kommt wieder nach vorne. So eine Kacke, Mann. Daher, gegen dich muss man einfach perfekt fahren. Das hat man keine Chance gegen dich. Oh, was da passiert? Musst du ein bisschen bremsen, um es zu retten. Eine Rarität, aber du hast tatsächlich mal einen Fehler gemacht. Die einzigen Videos, nur so Kleinkramfehler sind häufig. Bei mir schaust, denn es ist der Renntag und du. Du bist ja immer noch der Grund, dass das Doom-Projekt ja weiterläuft. Es sollte ja nur angespielt werden. Wieso kommst du eigentlich jedes Mal in dieser Kurve an mir vorbei? Weiß ich nicht, vielleicht fährst du die Scheiße, weiß ich nicht. Es sollte ein angespielt werden und Dennis sagt ja, komm, spiel's doch weiter.
Mach doch ein Let's Play or Die. Jetzt noch Ultra Nightmare, dann haben wir's. Jo! Ja, wie schnell soll ich mal wieder down sein? Willkommen bei Part 100, ich bin immer noch im ersten Level. Vor allem das Problem bei Ultra Nightmare ist, wenn die du stirbst, wieder. Musst du bei Level 1 wieder anfangen. Ja! Das ist der Sinn von Ultra Nightmare. Da musst, wenn du da stirbst, musst du das ganze Spiel von vorne spielen. Ich dachte, kann die spawnen alle neu. Dann kann ich dann auch gleich, Doom 2016 besitzt den Arcade-Modus. Dann kann ich auch gleich den nehmen. So, war früher nicht so. Von vorne meinst du vom ersten Level? Also du hast quasi nur ein Leben. Du hast nur ein Leben, verkackst du, musst du das ganze Spiel von vorne spielen. Boah, nee. Stell dir mal vor, du hast es irgendwie geschafft, fast bis zum Finale zu kommen, verreckst, dann startest du von neu. Ja, save often, save early. Das ist aber eben nur auf Ultra Nightmare so. Dann gibt's noch den normalen Nightmare und da kannst du so oft laden, wie du willst. Ich meine, ich ziehe bei dem Projekt ist ja schon so durch, dass normalerweise hat ein Let's Play bei mir immer nur so 20 Minuten Parts. Oh, das war zu weit Doom fast. Doom habe ich da ein bisschen anders. Das ist immer eine ganze Aufnahmesession, bis zu der Stelle, wo ich dann fortfahre oder speichern und beenden. Aber du bist diese besser rausgekommen, glaube ich. Verrückte Kurve, ja. Dicken besser rausgekommen, hat aber nicht gereicht. Wieso immer in der letzten Kurve? Ja, einen Glücksmoment muss ich doch auch mal haben in diesem Renntag hier. Na, ausnahmsweise. Danke. Ich habe ein Projekt vergessen, was Dennis sich auch nicht anschauen wird, weil es ein Story-Game ist. Ey Gott davor, ist geiles Story-Game. Ja, aber nicht, ich spiele Tell Me Why und das wird dich safe nicht interessieren. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Stell dir, kennst du Life is Strange? Ist so namentlich. Ist so von der Art her gleich. Ist auch kein Wunder, Tell Me Why ist von Dontnod gemacht. Aber God of War ist so ein geiles Story-Game. Holy shit. Glückwunsch, du bist Zweiter. Oh, die, ja. Oh, ich habe eine bessere, Rundenzeit als Kirsche. Wahrscheinlich wegen der beschissenen letzten Kurve. Vielleicht, ja. Obwohl, nee, ist ein bisschen viel für die letzte Kurve. Und das auf Mediterranien. Holy shit. Ach nee, Quatsch, das sind ja bloß 2-10, die haben mich verguckt. So. Der Lotus. Frozen? Bewegt sich das Spiel bei euch noch? Bei mir gerade nicht. Ja. Ich bin schon längst im Spiel, aber... Ich bin also nicht, das, oder was? Das Ladebildschirm war da. Auch auf eingefroren. Mein Game ist eingefroren. Es hat aufgehört, sich zu drehen halt nach dem Laden. Ich sehe, Soul hat gewählt, danach hat es aufgehört zu drehen. Bei mir auch. Jetzt kommt. Nein. Und dann geh runter vom Server und nochmal rauf. Dann warte ich mit Auto auswählen. Ja, oh ja, was mach ich denn jetzt? Drücken, ich hab abgestürzt. Ja schon eine Karte. Ja, dann müssen wir einfach rechtzeitig wieder da sein. Das macht nichts. Du musst einfach nur wiederkommen. Ich habe ja noch nicht gewählt. Ich hatte ja schon gewählt. Nicht mal eine Exception-Message. Ich habe Escape gedrückt, danach war es einfach zu. Nicht mal eine Exception-Call. Achso, ja, dann bist du ja falsche Reihenfolge. Ey, dann musst du auf Wagen wählen gehen, Stevie, und dann auf nur beobachten drücken. Seltsam, seltsam. Ach, jetzt captured er nicht, weil... Aber manchmal dauert das ein bisschen, bis er captured. Nein, ich habe Dings, wie heißt es? Dings, Rivertuner. Hab heute den PC gestartet, hat Rivertuner gesagt, ey, ich habe ein Update, willst du das dann mal früh jetzt an der Webseite runterladen? Habe ich gemacht. Habe ich auch gemacht. Ja. Ich muss nämlich erst OBS ins Game capturen lassen und dann davon Rivertuner starten. Bist du wieder da? Mal sehen, wenn OBS jetzt captured, dann... Warte mal, ja, jetzt muss ich nur noch kurz Rivertuner starten. Du kannst schon wählen, Soul, das macht nix. Weil du bist ja sowieso als erstes dran mit wählen. Jetzt musst du nur auf Kirsche warten. Ja, genau. Ich bin im Game...
wo? Automatik oder manuell? Keine Ahnung, Kirsch ist auf dem Server. Bin ich dran? Nein, Dennis erst. Ja, aber ich musste ja warten, weil sonst hätte er gestartet. Oh, stimmt. Ja, stimmt. Ja. Manuell, und du? Ich hab auch manuell. So sandig diese Strecke. Boah, eine Runde nur. Ach, ihr. Nee. Nein! Was war das denn? Oh, komm! Ich fahr jetzt schon 0 km/h, Bug. Willst du mich verarschen oder was? An der Stelle? Okay. Du hast an der Stelle eine 0 km/h Bug bekommen? Ja. Das ist doch. Dann ist das Rennen doch jetzt auch schon gelaufen. Mal davon ab, dass wir nur eine Runde haben. Ja, weil es eine Sprintstrecke ist. Ja. Och, das ist doch nicht. Ja, dann bin ich jetzt Letzter, deswegen. Stevie, deine Chance. Ach, Mann. Haarback haben, what the hell? Ach, weiß es nicht. Dieses Spiel ist ja auch so, so fehlerfrei, ne? Ja, dieser Bug ist das wirklich das B in Need for Speed steht für bugfrei. Oh, Mann, ey. Ich bin so kotzen, so, ey. So war das doch, ne? Vorher im Spiel. Welches B? Need for Speed. Du hast den Joke nicht verstanden. Ist okay. Meine Fresse, ich erkenne das. Ey, dass ich ausgerechnet mit dieser Karre auf dieser Strecke. Ach. Ich würde eher sagen, an dieser Stelle. Das fand ich komisch. Also, dass es mal vorkommen kann, ja, aber so früh. Naja, früh ist egal. Mann. Es gibt halt so ein paar Stellen, wo man weiß, dass es passiert, und die kannte ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist eigentlich teils random. Nebst den Stellen, wo es halt vorkommen kann. Mal. Warum tut er sich schwer, auf 200 zu kommen? Weil, ich fahr grad 201. Jo, 201 ist das Limit, es sei denn, du fährst bergab oder so. Er tut sich sehr schwer, da hinzukommen. Jetzt hat er es endlich mal. Vielleicht spüren die auch die Pedalen wieder, wer weiß. Ach Mann, ey. So bei dir. Ach Mann, ey. Jetzt wäre das nicht schon frustrierend genug. Der beschleunigt viel zu langsam auf 200, das ist Bullshit. Mann. Ach Mann, ey. Ich glaube, es war egal, ob Automatik oder manuell. Ist eher das 50 Gang gewesen. Ich hab's mal geschafft, vor Dennis zu sein. Okay, war aber auch ein bisschen gemein mit dem Bug, den er hatte. Was für ein Bullshit, echt. Das hat arg lang gedauert. So weit warst du so. Das kann doch gar nicht weg gewesen sein, oder? Der Sieger! Ernsthaft, wir fahren aber heute dreimal die Elise? Yet another halbe Minute. Das kann nicht von dem einen Reset sein. Ich gebe nur so viel zu, ja. Wie man weiß. Da komm, wie langsam meine Karre ist, ey. Wenn ich angehen hier, Tricks. Ja, Lenkrad, Alter. Backup-Stück. In dem Backup-Teil ist es, wo du schneller bist. Ansonsten ist 201 das Limit, aber im Backup-Teil bist du schneller eigentlich. Glaube ich. Ja, Calypso jetzt vorwärts gespiegelt und wieder. Ich hab bei dem frustrierenden Bullshit aber auch einen Baum noch mitgenommen. 3 Runden. Fuck off, ey, ehrlich. Kirsche? Ja. Danke. Ich musste einmal kurz raustappen, der Profiler wollte nicht.
irgendwie wiederholen sich die Strecken, oder? Ja. Yep. Und die Autos. Ja, du, wir fahren auch gleich wieder die Elise. Ja, das ist wieder der M5, nur die Kombination hatten wir halt noch nicht. Na, okay. Oh, da kam mir ein Stevie entgegen. Das ist jetzt ja, eher ungewöhnlich. Ja, ich hab wieder mal... Ich fahr wieder dumm. Wie gewohnt ist, dass sie gebremst ist und sie nicht da ist. Mann, Mann, Mann. Aber wisst ihr, was gleich toll ist? Gleich haben wir 8 Runden Elise. Jo. Obwohl, warte, nein, du hast toll gesagt. Ehrlich. Was? Das war vielleicht Ironie. Ja, vielleicht, vielleicht. Oder bist du Sheldon, der keine Ironie versteht? Dass das ironieresistent. Dieses Lenkrad gibt mir so einen Burnout. Ja. Als ob da einer keine Hupe hätte. Das war unser Geheimnis, ne? Ah, ich hab vorhin noch gesagt, das Ding bremst scheiße. Naja, ne, der BMW heißt. Nö, Z8 ist okay. Der M5 ist halt scheiße. Das Drecksding aber auch jetzt kaputt gehen muss, wo ich kein Geld habe. Es ist zum fucking Kotzen. Das ist deine letzte Runde. Thank you.
Ach, angenehm kurze drei Runden. Angenehme Stille. Sind's acht. Oh ja, stimmt. Jetzt kommen acht Runden Oil Out. Kurz ich. Boah, Random Generator hasst uns. Du hast das Rennen gewonnen. Acht Runden auf Island. Da kommt Freude drauf. Wenigstens ist das Auto langsam genug, dass man sogar den Sprung am Ende Fullspeed nehmen kann. Dann wollen wir mal jetzt acht Runden fahren auf dieser Strecke hier. Naja, so wollen, also. Ja, wir müssen. Wir müssen. Ist ja nicht anders. Dennis ist gefrustet, der sagt nichts mehr. Keine Ahnung, wie auch immer, ich gebe mir Vollgas und du überholst mich hier. Also, ach, was weiß ich, ey. Ja, keine Ahnung, wie sie da drum das schaffen, ne? Musst du dir das Video dann ganz genau angucken? Du musst dir mein Video angucken. Uff, wenn du mir nochmal, wenn du es hochlädst, mir nochmal einen Trigger gibst. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass ihr so weit da vorne fahrt. Also wenn ich du wäre, hätte ich längst mal DX Tweak oder was auch immer in die OBS-Aufnahmen mit reingeklatscht, um im Nachhinein zu sehen, was da passiert. Ernsthaft? Wieso? Du haust hier ab und einfach keine scheiß Kurve. Ich raff's nicht. Also mal sehen, es ist fünfte Gang und Fullspeed, ohne jemals vom Gas zu gehen. Die Idee ist gar nicht so scheiße, Kirsch. Ja, ich weiß. Ich bin ja auch genial. Nicht über Probleme jammern, sondern lösen. Ja, das Lenkrad, ja, würde ich gerne. Müll, das scheiß Lenkrad. Ey, der gibt kein Gas. Der zieht überhaupt nicht an, die Karre. Da brauch ich kein Overlay für. Ich merk das doch. Aber das lässt sich ja mit einer Dead Zone problemlos lösen. Es sei denn, du hast da irgendwelche Spikes, die keine Ahnung wie brutal sind, was du sehen würdest mit DX-Tweak. Oder DX-Tweak auf dem zweiten Bildschirm, wenn du einen hättest. Der kommt überhaupt nicht in Gang, die Karre hier, ey. Ach, komm, ey, so ein Bullshit, Mann. Ja, also ich glaube, ich bin mir relativ sicher jetzt. Fünfte Gang, Vollspeed, nie bremsen, nie schalten, nie vom Gas gehen. Das Dreck, so ein Dreck ist das, ey. Ach. Ah. Die Karre ist auf jeden Fall recht langsam. Dass wir fast durchgehend Vollgas fahren können, merke ich sogar selber. Nicht fast durchgehend. Durchgehend. Mann, Mann, Mann.
Aber wenn, dann glaube ich auch nicht, dass bei dir das Gas spiked, sondern wenn, dann wird die Bremse halt eben es nach unten spiken. Es ist die Bremse. Spiken. Ah, okay, vielleicht doch nicht voll ganz durchgehend. Er hat ein... es ist bei ihm hauptsächlich die Bremse. Naja, und dann das geht halt eben das Gas weg, sozusagen. Ach nee, Quatsch, die getrennte Pedale. Dann kommt ja wirklich Bremse. Ja, aber dadurch, dass die Bremse immer wieder reintriggert, nimmt ihm das natürlich trotzdem die Geschwindigkeit weg. Würde man mit... Ich guck euch zu. Wirklich? Ja. Ja, dann guck wenigstens DX Tweak währenddessen an. Oder machst den OBS rein oder was auch immer, dann lohnt sich's ja wenigstens noch. Ich hab so ein Burnout von dem Scheiß hier. Also wie bei Stevie war es ja noch nicht, wo Stevie einmal beim Start rückwärts gefahren ist, weil die Bremse einfach mal sagte, Rückwärtsgang am Start, los geht's. Die Scheiße so das ist damals, satt, wo ich Alter. Die Probleme mit Pedalen hatte, ne? Genau, das war nochmal eine Nummer extremer irgendwie. Da hat man auch beim Fahren gesehen, dass da dauernd die Bremse bei dir flackert. Ja, und wenn du meine Videos geschaut hattest, ich hatte zu dem Zeitpunkt ja auch den Wheeler aktiv. Und da konntest du es ja auch die ganze Stimmt. Zeit immer wieder also wenn es die Bremse ist, wird es... Ich weiß jetzt gar nicht, was der Wheeler anzeigt. Zeigt der vor oder nach DX Tweak an? Weil wenn der vor DX Tweak anzeigt, ist ja egal, wenn da die Bremse mal zu sehen ist. Die Frage ist, was nach DX Tweak noch ist. Mann, diese logische Scheiße hier. Ach, come on. Wie lange hast du das Ding jetzt schon? Zu lange. Leider. Definitiv zu lange. Nicht so lange, wie ich mein Momo habe. Schätze ich zumindest mal. Ja, ich sehe es doch am Spectator schon, dass dein Wagen besser zieht. Meine ich doch, ich kenne doch den E-Stift. Beschleunigt doch nicht so quälend langsam da hoch, ey. Ja, bei dir triggert halt die ganze Zeit die Bremse rein, das ist das. Es wird am Gaspedal safe nicht liegen, das ist die Bremse. Außer jetzt hat das Gaspedal halt auch noch einen Hauweg abbekommen. Okay, hier muss man irgendwie gucken, ob man rumkommt. Und wenn nicht, ist halt scheiße. Aber der Rest ist zumindest mal easy Vollgas. Vor der Abkürzung hat Dennis aufgegeben. Boah, ich das nur weiß. Weil da ein Auto rumsteht. Yes. Ich kannst du eigentlich genau zuschauen mit dem Spectator? Ja. Immer dem, der zuletzt wählt. Außerdem merke ich, wie das Auto schwerer geworden ist. Ja, dass du nicht mal da auswählen kannst. Es gibt ja. Es ist ja nicht so, als wäre die Funktion Spectator ja nicht da. Das ist schon das Traurige. Daran. Ja, es ist einfach nur das Menü fehlt, in dem man es auswählen kann. Es hat nicht mehr ins Entwicklungszeitfenster gepasst. Eines der vielen Dinge, die da nicht die es nicht geschafft haben, fertig zu werden. Die waren bestimmt mit irgendwelchen Bugfixes noch bis zum Schluss beschäftigt und Features nicht drüber nachdenken. Und damals war dieses Thema DLC wohl noch nicht so on point, dass sie dem Ding hier hätten übergeben können. Naja, es gab ja ein Update, ne? Die hätten ja schon mal was nachlegen können. Ja, das finde ich sowieso die Enttäuschung. Da machen sie ja so ein Mini-Update und machen den nicht mal ein bisschen mehr da rein. Das ist so traurig. Kappen-Updates? Okay. Naja, 2v2. Ja, aber mit der spielen wir, glaube ich, gar nicht, ne? Nein, genau, weil es egal ist, weil es ein Mini-Update war. Aber es gab halt ein Update. Aber mit dem würde ich wahrscheinlich ein Lenkrad vors Feedback kriegen und nicht Gamepad vors Feedback mit nur Rumble. Ja, dann installierst. Kannst du machen. Danach einfach wieder die 2v0-Echse nehmen. Da hätte man auch das HUD in Widescreen. Muss ich echt mal ausprobieren. Eigentlich spricht ja nichts mehr gegen die.
Impact Force Feedback? Also ich sag dir so, mein Controller ist ganz schön ruhig. Echt? Mehr so. Ich hab noch nie Force Feedback gehabt. Vielleicht ist es bei dir ausgeschaltet oder keine Ahnung. Also in-game meine ich. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Zumindest revibrieren müsste es eigentlich. Nö, tut es nicht. Ja, vielleicht ist das ja auch mit dem 2v2 Update behoben, wer weiß. Ja, aber wir spielen ja mit, nicht mit dem 2v2. Ja, man müsste den 2v2 Update mal ausprobieren, weil wir haben ja das Public Server Problem ja nicht mehr, weil wir können jetzt ja selber bestimmen, welche Version auf dem Public läuft. Ich hab das sowieso noch nicht verstanden, warum wir eigentlich nie mit der gespielt haben, aber naja. Ja, das kommt aus damals, weil damals waren alle Public Server auf 2.4.0 laufend und dann auf 2.4.2 hättest du dann halt nächstens kaum noch was online spielen können. Ja, aber das ist ja heutzutage eigentlich eh frei, weil also eigentlich könnte man sich die 2.4.2 mal angucken. Also kaum noch was ist falsch, ich habe bei 2.4.2 angefangen. Und irgendwann halt eben gemerkt, oh, da sind noch irgendwie so 10-mal mehr Server auf 2.4.0. Ja, deshalb, ja. Aber da habe ich schon eine ganze Weile 2v2 gespielt gehabt. Aber da muss es ja einen Grund haben, dass der Hauptteil der Public Server auf 0 geblieben sind. Ich meine, ja, okay, der 2er hat ein Mini-Update, aber an sich hätten die auch vornherein sagen können, wir gehen auf 2v2. Ich glaube, das war einfach Faulheit zum Updaten, weil der Schenkstock so minimalst war, schätze zum ich mal. Zum einen das und zum anderen hast du halt eben erstmal, ich meine, NoCD-Crack muss erstmal rauskommen für 2v2 und sowas. Weil die meisten kaufen es ja nicht, sondern... Stimmt, den Galaxy, den 2.4.2 habe ich glaube ich nicht für die deutsche Version gefunden. Aber vielleicht bleibt ja bei der englischen, das spielt Deutsch. Keine Ahnung. Bei 2.4.0 war das ja glaube ich ein Problem, ich weiß es nicht. Geht einfach nicht Vollgas. Du meinst die eine Kurve nach der ersten Abkürzung? Genau, wo man halt nicht beim Wasserfall, so. Wo man nicht beim Wasserfall langfährt, sondern eben innen lang. Am Strand unten lang. Aber ansonsten ist alles easy. Ja, nur die eine Stelle, da ist ich gerade ohne. Das Gute an diesen langsamen Autos ist ja, dass man potenzielle Ostereier am Straßenrand vielleicht sogar noch erkennen würde. Und dass der Netcode einigermaßen damit umgehen kann. Achso, hüpft es dann weniger, wenn die Autos langsamer sind? Ja, sicher. Okay. Der muss die Interpolation ja weniger vorausdenken. Ja, stimmt, wir sollten immer mit dem Bus fahren.
Das würde den jetzt kurz wahrscheinlich hinkriegen, ja. Können wir auch machen. Ein Renntag, wo man quasi nicht am eigenen Bildschirm fährt, sondern irgendwie über, keine Ahnung, Screenshare auf dem Bildschirm von wem anders, der einen beobachtet. Yo. Man muss da quasi den Netcode-Lag ausgleichen irgendwie. Zum maximalen Pain. Du kommst auf Sachen. Ja, sollten meine Ideen, glaube ich, geschickt ignorieren. Das hört sich wirklich schrecklich an. Man merkt halt, wenn der Renntag sich zieht und du so Strecken hast, dann kommst du echt auf dumme Ideen, Mann. Das geht einfach nicht. Aber mit diesem monotonen Brummen, ich meine, das... Die Drehzahl hört sich ja auch immer gleich an, ja? Quasi egal, in welcher Geschwindigkeit du bist. Ach, sobald du einmal die Endspeed erreicht hast. Freu dich, du fährst. Alter, was mach ich denn hier? Die Karre gleich nochmal. Ja, ja, super Sache das. Aber wo? Ah, National Forest da. Naja, ist auch nicht viel mit Bremsen, ne? Yo! Ist okay, dann resette ich mich, Spiel. Hab ich ja verstanden. Ich wollte nicht in der hoch zum Mond. Ah, ich weiß genau, wo du bist. Beim ersten Sprung in der Abkürzung. Nicht in Need for Speed Moon. Das gibt's nee, das ist High Stakes. Achso, das ist High Stakes, ja, Physik vom anderen Planeten, ja. Ja, ja, genau. Oh, haben wir es bald mal. Warum wollte das Random-Teil da unbedingt auf zwei Strecken acht Runden, ey? Naja, das ist ja an sich aber an zwei langen Strecken halt. Mit langsamen Autos. Obwohl, kommt einem gar nicht so langsam vor, aber... Das Ding hier fährt doch nur maximal ab 201. Ja. Aber die Kurvengeschwindigkeit ist besser als totale Scheiße. Ja gut. Da freu dich, den fahren wir später auch noch. Ja, der kann halt keine Kurven. Und den fahren wir glaube ich auf Nesche, weil ich das richtig im Kopf hab. Sieht man auch gut bei der KI, der Elise ist schneller als ein Ford TS50. Diese Meldung da oben, ey. Ja, man denkt immer, oh, wir sind jetzt gejoint. Wenn du das nicht dann da oben steht, sondern eigentlich unten im Chat. So, mal gucken, ob ich die Stelle jetzt wieder normal fahren darf oder ob ich gleich wieder nicht was mit Moon spiele. Letzte Runde.
Yay, das ist die letzte Runde. Wuhu. Zumindest die letzte Runde auf dieser Strecke. Ich weiß. Aber generell, die 8 Ründer sind vorbei. Yay. Aber der Renntag noch nicht. Naja, aber so viel kommt nicht mehr. Glaube ich. 3 Rennen, glaube ich, noch. Bin mir nicht sicher. Wollen wir noch mal fahren? Nein. Nein. Ich hab die jetzt raus. Ach ja? Wie viel hast du denn? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Oh, eine Sekunde langsamer. Wobei ich auch erst in der letzten Runde die Zeit gefahren bin, nachdem ich aufgegeben habe, zu versuchen, diese blöde Abkürzung Fullspeed zu fahren. So, was, na gut, okay. National Forest 5 Runden, dann Sprint, dann National Forest 4 Runden. Wow. Also kommt noch ein bisschen. Ja, im Wesentlichen ein 8 Runden National Forest. Eigentlich ein 9 Runden. Nur, dass wir in der Mitte halt von Elise auf FTS 50 wechseln. Aber National Forest ist ja kürzer. Yep. Wie jetzt? Yep. Seine üblichen Sprunggeräusche, ja? Oder der Sieg gehört dir. Yay, ich bin Dritter. Zweite Mal schon. Wach, Kutscher hat erst dreimal gewonnen. Ja, ich war ja zwischendurch draußen. Oder eine Stunde ist es. Oh, dann fahren wir nochmal die Elise. Ja, der ist doch ganz nett. Du, kaputte Bäume. Ja, die Bäume hatten auch mal ihre besten Tage hinter sich. Yep. Alle tot. So sieht unsere Zukunft aus. Nee, das glaube ich nicht. Die hätten die Stämme schon längst abgeholzt und für irgendwas verballert. Das stimmt, hier würden jetzt eigentlich überall Häuser stehen, eventuell, oder gar nichts mehr. Doch, wahrscheinlich auch einfach Vollgas, Vollgas, oder? Vollgas, Vollgas? Nee, Vollgas oder Fullgas. Ja. Auch wieder gesagt. Ja. Hauptsache, das Sägewerk arbeitet hier noch. Das darf mal gleich schnell fahren, das ist der Wahnsinn. Hast du DX-Tweak eingeblendet jetzt? Wohl nicht. Ich bin jetzt gerade überflüssig. Jetzt muss ich eh nur Gas geben.
Ja, können vor Poti. Das kann der Potentiometer noch. Na, dann hast du kein Problem mit der Bremse. Also zumindest für dieses Rennen kriegst du das hin. Mal davon ab, dass du in den vorigen Rennen auch die ganze Zeit nur das Vollgas geben kannst. Bis auf diese eine Kurve. Bis auf ja. die eine Kurve. Ja, aber da war das... Aber jetzt lässt mich das Bremspiel da anscheinend gerade mal in Ruhe. Also so, dass ich auch tatsächlich Vollgas gebe. Nur, ich gebe auch Vollgas, aber ihr haut immer mehr von mir ab. Das machen wir absichtlich. Denn hier keine Windschattensimulation? Das ist wirklich schade. Hatten sie keine Zeit für. Das hätte ich wirklich geil gefunden. Ja, wohl reicht ja, wenn nice ist, halt muss ja nicht jeder haben. Bis. Ja, wenn alle Spiele gleich sind, dann sind es keine verschiedenen Spiele mehr. Ja, die Physik ist ja trotzdem noch anders. Du meinst, wenn man hier selten über die Nase abrollt? Genau, das hat HP2 nicht. Siehste. Kommt ein Sprung erstmal einen Überschlag machen. So. Ja, will dich mal einer einen Crash machen oder sowas? Ich hab Schwierigkeiten nach vorn zu kommen. Du, ihr haut mir immer mehr ab und das, obwohl ich Vollgas gehe. Ja, so kann das mal sein, wenn man mal nicht bremst während der Fahrt. Das ist ja der Hammer. Ja, das bremst ist mal. Ausnahmsweise, nee, dann bremst du ja wieder die ganze Zeit. Lieber nicht. Lieber das Bus wieder in Ruhe lassen. Aber hier brauchst du sie ja zum Glück nicht. Irgendwas muss ich anders machen, so wird das nix. Ich muss drauf hoffen, dass meine Bremse auslöst. Ja, aber Souls auch noch. Oh, bin ich hier weiter rausgekommen, das war jetzt leider meine Schuld. Da kann ich das Lenkrad jetzt keine Schuld geben, dummerweise. Da auf den Netcode kaputt zu machen, Kirsche. Laut Netcode warst du gegen einen Baum gefahren und dann wieder hier gewesen. Kind of magic. Bist du gegen die Leitplanke gefahren, der hier? Ja, Leitplanke geht super. Also als Spectator hast du besser funktioniert mit dem Netcode, ja. Aber wenn man mitfährt, ist irgendwie scheiße. Da fährst du überall gegen und dann fährst du doch nicht überall gegen. Jetzt habe ich eine VPN über, okay, das war es leider wirklich. Das war eine sehr spannende. Ja, diesmal war es leider wirklich die Wand berührt. Ein VPN über Ja, nee, ein VPN über Dings, Meteor. Weil normal ist Meteor immer der in der Gegend rumhüpft. Ja gut. Bangladesch ist, da kann man ja ausnahmsweise mal den Netcode von EA in Schutz nehmen. Ja, ja, das sei ihnen mal vergönnt. Bangladesch ist dann doch ein bisschen weiter weg als Deutschland. Bestell. Boah, ich hätte das gewinnen können, wäre ich da in der vorigen Runde. Ach, wir haben ja noch ein paar Runden. Ich dachte, irgendwie war ich hier schon. Ja gut, aber ich denke, jeder hätte das gewinnen können, wenn er keine Fehler gemacht hätte. Oder die Fehler, die er gemacht hat, nicht gemacht hätte. Das Soul hat, glaube ich, noch keinen Fehler gemacht auf der Strecke hier. Ich weiß es gerade nicht. Ach, ab und zu kam man näher, ab und zu war man weiter weg. Na gut, das muss ja nicht unbedingt gleich direkt ein Fehler gewesen sein. Aber wo ich da vorhin so weit rausgekommen bin, das war tatsächlich ein Fehler. Boah, wenn die Bäume zucken, wenn man vorbeifährt, weiß man, das war jetzt am Limit von knapp. Dann weiß man, dass die Bäume Angst vor dir hatten. Ja, weißt du, die Physik-Engine kam kurz ins Zögern. Ja, wenn die Kamera wackelt. Ja, ne? Ja, genau. Lass ja, doch die Bäume in Ruhe, die haben dir nichts zu tun. Ja, dann hast du den letzten Pixel getroffen, der noch Platz war. Jo. Der eine Baum gerade ist gut ausgewichen. Ja. Dann wirklich ein Pixel weiter und dann wäre es Quatsch gewesen.
dann weißt du wirklich, du hast das absolute Limit erwischt. Komm da nicht so weit raus, du verdammtes Arschloch. Wie nennst du mich? Nee, du bist jetzt gar nicht gemeint. Ja, ja. Weißt du Bescheid, Kirsche? So denkt er über dich. Du hast ja diesmal auch gar nicht hier mitzureden. Oh, wartet ab. Ich habe das Gefühl, ich komme näher. Es reicht wahrscheinlich nicht, es sei denn, ihr macht beide Fehlerchen, aber... Ich war aber auch nicht intelligent gerade, glaube ich. Mann, kann das Spiel mal Spaß machen, wenn das Lenkrad ausnahmsweise mal funktioniert. Das ist der Wahnsinn. Das ist amazing. Ich will aber jetzt nicht Dritter werden, ne? Besser als Vierter. Ich hatte gerade überlegt, Vierter könnte ich auch noch werden. Warte auf mich. Nicht freiwillig. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem passiert. Das die ist letzte Runde. So ziemlich synchron bei mir. Du musst auch sehr synchron mit Soul gewesen sein. Weil wir sind nicht gleichzeitig drüber gefahren. Wir fahren gerade ineinander quasi. Wir fahren aber echt ineinander die ganze Zeit gerade. Das ist meine Chance, weil ich sehe mehr. Ihr müsstet halt... Also mal sehen, ich schaff's nicht schneller zu sein, also müsst ihr es schaffen, langsamer zu sein. Das ist die logische, ja, Möglichkeit. Also strengt's euch mal an. Gott, ist so hochgeflogen laut Netcode. Aber eben nur laut Netcode. Bei mir war auf der Straße. Und bei mir hat ein Känguru-Jump allein die Zwischen 4 gemacht. Wie ein Katos Mountain Jump. Ach, das ist Nitro-Berg-Scheiß. Diesen Namen schon höre. Komm, das ist doch dein Ding als... sowas. Das Rennen ist tatsächlich mal geil. Ah, scheiße, ich glaube, du gewinnst. Nein, ich verkack's noch zum letzten Moment. Shit. Ach, scheiße. Im letzten Moment hat er mich doch noch gekriegt. Scheiße. Also aus meiner Sicht war ich immer vorne. Wird ernsthaft? Ja, ich habe nichts gesehen von dir oder sonst irgendjemand. Also sehr froh. Wir waren ganz schön viel ineinander gefahren, fand ich. Oh mein Gott. Kann's doch nicht sein. So, ich hab die schnellste Runde, das gibt 5 Bonussekunden. Punkt. Obwohl, 1,5 Sekunden reichen. Braucht man bei der nächsten Strecke die Bremse? Du fährst in Coupé auf Mediterran. Also braucht man sie, ja, scheiße. Coupé ist eher so eine Sache, da wo man, ja. Aber da braucht man die Bremse sehr viel. Da sind ja vielleicht auch ein paar Momente bei, wo er Gas gibt. Das ist ja, naja. Ach, es ist... Wenigstens ein gutes Rennen, naja. Ne, 2 gute Rennen hatten wir. 2-mal hat das Deck gerade ja funktioniert gehabt. Ach, du hast schon gewählt, okay. Und dann noch HSV, oh mein Gott. Automatik. Clever. Das Problem ist ja, dass ich meinen Eltern Geld schulde wegen dem Hausbau. Wenn das jetzt meine eigenen Schulden wäre, hätte ich das Lenkrad frühzeitig gekauft. Das Automatik rockt am Start. Wir sollten mehr Starts machen. Aber da ich das Geld meinen Eltern schulde, macht es wenig Sinn, sich jetzt ein Lenkrad zu kaufen. Was hast du jetzt gemacht gerade, ey? Weil die wollen das dann ja logischerweise auch irgendwann mal wieder haben. Ach ja, richtig. Wohingegen, wenn es von der Bank geliehen hättest, die wollen das bestimmt nicht wieder haben. Ja. Aber.
Ach Gott. Yikes! Phyllis. HSV 1. Was mach ich denn hier? Das ist ein Rennschiff heute, meine Güte. Naja, zwei Rennen waren wenigstens gut. Ah, anderthalb kommen ja noch. Zwei Rennen, die Spaß gemacht haben. Wuhu. Nicht dahin rutsche, Alter! Ich wusste, dass genau das passieren würde. Ich wusste es. Warum habe ich nicht... Was ist denn passiert? Ah, spontaner 360. Ja, eine coole Wende, ja. Sind das. Ich weiß, aber können wir bestimmt auf die Straße fahren. Das kann man, musst du doch im Ernsthaft. Das ist ein Drecksding, ey. Was mach ich hier? Ja, Bremsen ist scheiße. Das Ding meint halt eben runterschalten. Das kann man ja auch später noch machen. Erinnert an Fastback 4. Was? Runterschalten kann man aber auch später noch machen. Oh. Die Spoiler gut geschaltet. Ja, dreh dich halt noch mehr rum. Damit du vielleicht gleich auf 50 km/h bist oder so. Oh Gott, das ist anstrengend. Automatik HSV for the win. Jo, einmal im Überschlag und bitte weiterfahren. Ah ja, Automatik HSV mit 360 zwischendurch for the win. Also quasi ein erfolgreicher Überschlag. Wenn es schnell ist. Glückwunsch, du bist Erster. So, jetzt noch einmal durch die totale Scheiße 50 und dann haben wir's. Wie Rennen sind das noch eins oder was? Genau dieses eine noch. Ja. National Ferris T50, 4 Runden. Oh Gott, mit dem Auto die Kurve kriegen, na gut. Ja, genau, ist auch einmal quälen mit dem Auto. Jetzt hat man sich so schön an die Elise gewöhnt. Ich da doch gar nicht hin. Vier Runden, wieder mal National Forest. Yay! Ist noch nicht ganz klar, wer die Kurve mit dem Schild dahin kriegen soll, aber gut. Wir werden uns mal auf uns zukommen lassen. Ich fand die anders und dann hat er das Schild ja nicht, ne? Bin ich gerade. Ne, das. Ach nee, genau, ist andersrum, ja. Ja, das ist aber auch Glück, da, sonst hätte man aber Probleme bekommen mit dem Auto. Wieso? In der ersten Runde räumst du das Schild aus dem Weg und danach geht's Freibahn dadurch. Wenn das Schild noch nicht so stabil wäre.
wo das Auto, wo der Motor abstirbt, wenn man den fünften benutzt, ne? Ja, man nutzt ihn einfach ja, nicht. Ja, nur, dass die Automatik bei 210 circa den fünften schaltet. Ja, es war das Auto. Okay. Es war das Auto. Fünfter Gang und Motor stirbt. Ja, man sollte sich das echt dreimal überlegen, hier den fünften Gang reinzumachen. Sag das mal der Automatik. Ja. Das ist so genial, der 15. Schön leise. Alter, ich fahr nur Grütze. Oh. Soul auch. Ja. Aus. Boah, eine Abkürzung hat man auch gejuckt. Boah, was kommst du denn so angeschossen? Ich bin ja schon gut. Gegen den Baum geknallt und das war mich mehrmals überschlagen. Du musst ja mit 260 hier angekommen sein. Nein, das glaube ich nicht. Das schafft er, glaube ich, nicht. Ja, gefühlt ja. Du warst weg auf einmal. Wumm! Ist er da? Nee, weg war ich nie. Ich hab gelauert. Komm, Lenkrad, das schaffst du. Oh, auf deiner Tür steht totale Scheiße drauf, habe ich gerade gesehen. Ist es ja auch. Den fünften? Naja, für 3 Klammer mehr geht, ist der Wort nicht schlecht. Ja, so bei 207, 208 rumschaltet auf den fünften. Ja, das ist gar nicht so schlimm. Ich glaube, mehr als 217, 18 schafft der vierte sowieso nicht. Bis 217 geht der vierte, jo. Ich touchiere ein bisschen die Wand, weil ich wollte dieses totale Scheiße-Logo abkratzen. Dachte, das kann ich in der Fahrt erledigen. Also mehr als 250 schafft er auf jeden Fall. Ja, Ende. Achso, gut, das war tatsächlich Ende vorhin, ja. War nämlich gerade auf 253 oder so. Oh, diesmal habe ich die Sägeboxkurve aber am meisten bekommen. Nee, du bremst ja. Stimmt! Ohne... Ach, ja. Ja, aber diesmal beabsichtigt. Ja, warum? Vom 5. im 4. fertig. Echt, das geht? Ja, ja. Okay. Hätte ich diesem Auto nicht zugetraut, muss ich zugeben. Das Zutrauen hatte ich in dieses Auto nicht. Ich schon. Oh, Gang runterschalten von 5 auf 4, 10 Kammer weniger. Der Auto macht aber auch echt viel falsch, ne? Es existiert, reicht das? Hätte es nicht brauchen. Ja, das hätten wir viel gegeben, wenn sie das vermieden hätten. Was setzt du jetzt so dumm an? Ach komm. Das ist gut, das könnte mir helfen. Ein bisschen. Oh, ich bin die gleiche Wand wie vorhin, exakt die. Wow. Das ist diesmal wow. Nicht etwa. Diesmal nur mit 230 herum, weil er da den Bullshit da vorne gemacht hat und ihn aufsetzen. Oh. Du willst mich doch bestimmt verarschen, dass das mit der Sägekurve geht, oder? Glaube dir kein Wort. Alles taktische Beeinflussung hier. Taktische Kriegsführung.
Das kriegt er echt hin, the fuck. Okay. Das hätte ich dem Auto echt niemals zugetraut. Ja, der kommt da halt schon recht langsam an, schätze ich mal. Und eigentlich die Kurve ja nicht wirklich eng. Ja, für dem Auto ist eine vierspurige Straße eng. Ja. Oh, zweimal in der exakt der gleichen Stelle die Wand berührt. Also jetzt muss diese total scheiße Beschriftung aber auch wirklich weg sein. Hier hat sie, okay. Dass ich hier wieder Mist baue. Mann, 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 das war eine anstrengende Rente für mich. Oh, ich schätze dieses Lenkrad. Der war lang. Das stört mich nicht, aber... Hä, wo parkt ihr denn? Ja, war ja letzte Runde, ich bin irgendwo hingefahren. Oh, Mann, doch. Fuck. Du bist Dritter. ...254, aber du auch. Eine Runde habe ich auf dem... Ja, die zweite Runde habe ich hinbekommen. Dritte, vierte, die gleiche Wand. Oh. Oh, Mann, oh Mann. Ja, Soul, fahr weiter. Ja, Soul, fahr ruhig weiter. Was ist das Problem? Was fährt was? Wir sind fertig. Wuhu.